Hallo, liebe Kinder. Schön, wieder bei euch zu sein. Hallo, Marek. Hallo, Monika. Hallo, Kinder. Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Ich hoffe, es geht euch gut. Liebe Kinder, wir haben für euch eine Bibelgeschichte vorbereitet. Marek, sag uns, was für eine Bibelgeschichte ist das? Es geht um eine schöne Bibelgeschichte aus dem Alten Testament, über Daniel, der Gott liebte und ihm vertraute, zu jeder Zeit. Ich freue mich schon. Da bin ich auch selbst gespannt, wie es ausgegangen ist. Ich wünsche euch, liebe Kinder, viel Spaß dabei. In dem Land Babylonien herrscht der König Darius. Darius beschließt, dass sein Reich von drei hohen Beamten regiert wird. Und diese drei Beamten vertreten seine Interessen. Einer von diesen Beamten ist Daniel. Daniel liebt Gott. Und bald erweist er sich als klüger und begabter und ehrlicher als die anderen Beamten. Und der König mag ihn auch sehr. Eines Tages sagt der König: Ich werde Daniel zum obersten Beamten machen und ihn über das ganze Land Babylonien regieren lassen. Aber das gefällt den anderen führenden Männern nicht. Das macht sie eifersüchtig auf Daniel. Sie suchen nach einem Grund, um Daniel beim König anklagen zu können. Lass uns schauen, ob er lügt oder betrügt oder stiehlt, sagt einer. Dann können wir es dem König erzählen. Aber sie können an Daniel nichts finden, was verkehrt ist. Daniel übt sein Amt so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen können. Er ist weder nachlässig noch bestechlich. Daniel bittet Gott immer darum, um zu zeigen, was er tun soll. Jeden Tag betet er dreimal zu Gott. Aha, sagt einer von den Männern. Ich weiß, wie wir ihm eine Falle stellen können. Wir werden uns über seine Religion beschweren. Sie eilen zum König. Und sie begrüßten ihn. Lang lebe König Darius! Wir kommen zu dir mit einem Vorschlag, dass du folgende Anordnung erlässt. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Der König ist sehr geschmeichelt bei dem Gedanken, dass jeder ihn anbeten soll. So stimmt er dem Gesetz zu, und sobald es unterschrieben ist, kann es keiner mehr ändern. Als Daniel davon erfährt, geht er in sein Haus, öffnet das Fenster, den Blick nach Jerusalem gerichtet, kniet er nieder und betet zu seinem Gott und dankt ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tut, am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Seine Feinde beobachten ihn und sie können sehen, wie er Gott anbetet. Und sie beeilen sich, es dem König zu erzählen. Oh, König Darius, hast du nicht ein Gesetz gemacht, dass jeder nur zu dir beten soll für die nächsten 30 Tage? Ja, antwortet der König. Das ist richtig. Und da erzählen sie weiter. Gut, aber dieser Daniel
der als Juda gefangen wurde, gehorcht dir nicht. Er bleibt dabei, seinen Gott anzubeten. Er macht sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hört, ist er bestürzt. Er hat Daniel gern und er erkennt die Falle, welche ihm die Männer gestellt haben. Was für ein dummes Gesetz hat er erlassen. Er denkt den ganzen Tag darüber nach, wie er Daniel retten kann. Aber bis zum Sonnenuntergang findet er immer noch keine Lösung. Zum Schluss befiehlt er, Daniel zu verhaften und in die Löwengrube zu werfen. Also wird Daniel in die Löwengrube geworfen. Gleich danach ruft der König noch zu Daniel. Dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Der König kehrt in seinen Palast zurück und fühlt sich sehr schlecht. Er geht ohne Essen ins Bett und kann die ganze Nacht nicht schlafen. Sehr früh am nächsten Morgen eilt er zur Löwengrube. In seiner Angst ruft er laut aus. O Daniel, war dein Gott fähig, dich vor den Löwen zu retten? Der König wartet. Dann hört er Daniels Stimme aus der Löwengrube. Lang lebe der König! Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat die Mäuler der Löwen verschlossen. Ich bin unverletzt. Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Der König ist außer sich vor Freude. Gott hat Daniel beschützt. Diener, holt Daniel sofort heraus! Befiehlt der König. Und die Männer, die Daniel verklagt haben, werden vom König streng bestraft. Dann macht der König einen Erlass für alle Leute im Königreich. Ab heute müsst ihr den Gott Daniels fürchten, den wahren lebenden Gott. Er rettet sein Volk aus Unheil und sein Königreich wird niemals enden. Er macht Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel ist weiterhin beliebt bei dem König und Gott segnet ihn. Daniel betet jeden Tag Gott an. Gott belohnt ihn und steht ihm immer bei. Liebe Kinder, ich hoffe, die Geschichte aus der Bibel hat euch gefallen. Gott hat Daniel aus den Mäulern der Löwen gerettet. Wie ist das möglich? Daniel vertraut auf Gott in jeder Situation. Er liebt Gott, dankt ihm täglich, lobt ihn, bespricht mit ihm alles, bevor er beginnt, etwas zu tun. Genau. Daniel hat eine enge Beziehung mit Gott, wie mit einem festen Freund. Gott liebt Daniel, beschützt ihn und ist immer bei ihm, sogar auch in der Löwengrube. Daniel kann ein Beispiel für uns sein. Daniel wollte jeden Tag mit Gott sein. Er wollte mehrmals am Tag mit Gott sprechen. Gebet ist eigentlich ein Gespräch mit Gott. Liebe Kinder, wir können uns genauso auf Gott verlassen wie damals Daniel. Und er kann uns genauso beschützen und segnen, wenn wir auf ihn vertrauen. Und liebe Kinder, wir wollen euch ermuntern, dass ihr in dieser nicht leichten Zeit auf Gott vertraut.
und ihr Gottes Liebe spürt, wie damals Daniel. Wir wünschen euch viel Gottes Segen und bleibt gesund. Tschüss! Tschüss!